Wer kennt's nicht? Im Bett rumwälzen, zu heiß, zu kalt, mit Decke, ohne. Heute zeige ich euch 5 Tipps zum besseren Einschlafen bei der Hitze. Tipp 1. Vorsorge ist alles. Tagsüber fängt schon an. Fenster geschlossen halten oder nur gekippt, dann Gardinen zu oder am allerbesten noch die Rollläden richtig runter, bis es richtig dunkel ist. So kommt keine Hitze rein und das Zimmer kann sich nicht so aufladen. Tipp 2. Die richtigen Klamotten. Nackt schlafen ist eine schlechte Idee, auch wenn ihr das vielleicht wollt. Es ist erstens unhygienisch, wenn man sehr, sehr, sehr viel schwitzt und man braucht etwas, das dann den Schweiß aufsaugt. Sonst kann es sehr kühl werden und ihr könntet euch sogar erkälten oder einen steifen Hals kriegen oder sowas. Deswegen am besten leichte Baumwollklamotten. Ich habe hier immer so, also ich schlafe gerne mit so alten T-Shirts, die ich nicht mehr so anziehe, weil da zum Beispiel wie hier ein Fleck drauf ist oder sowas. Es muss auf jeden Fall aus Baumwolle sein, leichter Stoff und ein bisschen locker. So mag ich das ganz gern. Und dann trage ich gerne diese Shorts, die ist auch aus Baumwolle und davon habe ich, keine Ahnung, von genau den gleichen bestimmt 5, 6 Stück oder so. Tipp 3, die richtige Abkühlung. Ja, duschen vorm Schlafengehen ist eine gute Idee, das kühlt ab und erfrischt nochmal schön, aber nicht zu kalt duschen. Das kann nämlich den Kreislauf wieder in Schwung bringen, man wird richtig schön wach. Lieber lauwarm duschen, das kühlt die Körpertemperatur ab, man fühlt sich erfrischt und ist trotzdem noch müde und ready zum Schlafen. Tipp 4, gut gebettet. Mit Decke ist zu heiß, ohne Decke zu kalt. Ich persönlich kann ohne Decke gar nicht schlafen. Empfiehlt sich aber auch nicht, wenn man mit gekipptem Fenster schläft, denn nachts wird es doch ziemlich kühl. Also auf jeden Fall eine Decke behalten. Ich nehme einfach die Decke quasi aus dem Bezug raus und schlafe nur mit dem Bezug oder mit einem Laken. Leinen und Baumwolle ist da am besten geeignet. Schön luftig und leicht und man kann gut einschlafen. Tipp 5. Trockendusche. Babypuder ist euer Freund, sage ich euch, besonders im Sommer. Ich mache das schon seit Jahren so. Ich weiß nicht, hier ist es nicht so sehr verbreitet. Ich sage hier, weil auf den Philippinen ist es ganz normal. Und zwar nehme ich einfach Babypuder in meine Hände, verteile das schön und trage das auf meinem Oberkörper und da an den Stellen, wo ich schwitze, auf. Das trocknet, die Haut ist nicht mehr so klebrig, hat einen kühlenden Effekt und der Duft ist sehr beruhigend. Wenn ihr noch einen frischen Sommerlook sucht, dem Hitze und Schweiß nichts kann, dann klickt dieses Video an. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert meinen Kanal, so verpasst ihr auch kein neues Video. Bis zum nächsten Mal, tschüss!